Hallo und herzlich willkommen zum Vortrag von Martin. So, warte, kleinen Moment, ich höre mich da jetzt gerade doppelt. So, lass nur kurz abbrechen. So, ja, der Martin ist einer der Mitorganisatoren hier, mit dem wir viel im Austausch waren und der das Ganze, den ganzen Event hier mit organisiert hat und auch dafür verantwortlich ist, dass wir hier so eine schöne Konferenz auf die Beine gestellt haben. Und ich finde, nach dem Tag jetzt bin ich relativ zufrieden. Es kommt ein gewisser Konferenzcharakter durchaus auf und es macht auch Spaß, da herumzurennen. Und Spaß macht mir auch, was über den Component Builder zu erfahren, der mir natürlich immer wieder mal untergekommen ist, aber über den ich mich bis jetzt noch nicht drüber getraut habe. Und nachdem ich PHP nur rudimentär als Fremdsprache spreche, bin ich gespannt, was du uns jetzt da näher bringen wirst. Ja. Ja. Ich übergebe an dich. Ja, danke Florian für die nette Einleitung. Also mein Name ist Martin Kopp. Ich bin selbstständig in meiner IT-Firma und arbeite mit Joomla seit vielen Jahren und mache die anfallenden Webseiten alle mit Joomla. Und wie ihr unschwer erkennen könnt, komme ich aus der Schweiz. Der Joomla Component Builder, kurz JCB genannt, ist Open Source und wird hauptsächlich entwickelt von Llewellyn van der Merwe. Er ist auch ein sehr aktives Mitglied der Joomla Community mit einigen Funktionen. Also ich denke, ein sehr zuverlässiger Entwickler. Der Joomla Component Builder, den JCB, habe ich vor circa 2,5 Jahren entdeckt. Ich habe schon früher Komponenten für Webseiten gebaut und bin dabei immer von einer leeren Komponente ausgegangen oder einer ganz einfachen Boilerplate. Manchmal habe ich auch bestehende Komponenten kopiert. Grundsätzlich war es immer aufwendig, den ganzen Code anzupassen und einzufügen. JCB nimmt einem da sehr viel Arbeit ab und standardisiert den Code sehr stark. Der ganze Setup und der Aufbau der Felder und Tabellen ist in der Datenbank von JCB abgelegt und kann eigentlich immer wieder geändert werden. Ich werde in der heutigen Demo eine Komponente erstellen mit nur einem Textfeld. Ganz einfach. Es wird mehrere Entwicklungsstufen geben. Zuerst das Backend, dann das Frontend und dann das Frontend noch mit Edit-Möglichkeit. So, ich teile jetzt mal den Bildschirm. Hier sehen wir die Homepage vom JCB. Und ich werde ihn jetzt auf einer Joomla 3.10 Installation installieren, weil leider gibt es den Component Builder noch nicht für Joomla 4. Aber der sollte demnächst rauskommen. Ich hole mir den Source von GitHub. Ich hole mir jetzt den Link, da ist da unter, get GCB now. Dann gehe ich hier auf Releases und hole mir den Link und installiere das auf meiner Webseite. Ich mache hier von URL installieren. Jetzt muss ich zuerst wieder anmelden. Okay, nochmals. So, jetzt ist er installiert. Ich kann hier auf den Hauptbildschirm draufgehen vom Component Builder und sehe hier jetzt all die Optionen, die wir haben. Als erstes lege ich jetzt ein Feld an. Und wenn ich das Feld anlege mit Neu, dann werdet ihr auch gleich sehen, um was es bei meiner Komponente geht. Ich lege hier ein
Text Area an, damit wir nachher genug Platz haben. Und das Feld heißt Witztext. Jetzt stelle ich noch ein den Namen. Das ist obligatorisch, das kann man gar nicht ändern. Der Name des Feldes ist Witztext. Hier noch der Label fürs Feld. Einfach machen, die anderen Sachen muss ich gar nicht erst ändern. Was ich noch einstellen muss jetzt, ist, wie das Feld in der Datenbank gespeichert werden soll. Ich nehme hier wieder ganz einfach Text, das ist sicher groß genug. So, jetzt kann ich schon speichern und schließen. Ich habe jetzt hier ein Feld angelegt. Als nächstes muss ich mit diesem Feld eine sogenannte Admin View machen. Ich mache hier neu. Jetzt gebe ich hier einen Systemnamen ein. Das habe ich schon vorgetippt. Dann muss ich jetzt eingeben einen Namen für den Single Record. Das ist klar, das ist Witz. Witz. Und mehrere wäre dann Witze. Was ich noch brauche, ist eine Short Description. Das ist obligatorisch, üblich, alles mit dem Stern ist obligatorisch. Ich setze hier jetzt noch ein Icon rein. Das ist einfach eine Grafik, sagen wir mal das. Und das Add-Icon, das ist ein Plus hier, das sieht gut aus. Und eine Kategorie vielleicht noch. Ich weiß gar nicht, wo das gebraucht wird, aber egal. So, und jetzt speichern wir das. Und schließen. Also jetzt muss ich noch das Feld, das ich vorhin angelegt habe, dazu linken. Das Feld könnte ich jetzt direkt hier anlegen, aber ich habe das separat gemacht, der Einfachheit halber. Jetzt kreiere ich nur den Link dazu, kann hier das Feld auswählen. Hier ist es zu unterst, das ist das Feld, das ich vorhin angelegt habe. Was wir jetzt machen, ist eigentlich die Darstellung im Backend und in der Datenbank. Ich sage jetzt, es soll in allen Backends angezeigt werden. Klar, sonst sehen wir gar nichts. Ich sage hier, es ist nicht Titel, wir haben nur ein Feld, Alias ist es auch nicht. Aber ich kann sagen, es soll sortable sein, searchable. Ich kann sogar sagen, okay, wir machen einen Filter oben rein. Ich will einen Link haben, damit ich nachher auf einen einzelnen Eintrag gehen kann. Genau, das wäre es soweit. Mache Speichern und Schließen. So. Also wir sehen, wir haben jetzt hier das Linked Field drin. In unserer Admin View. Mache ich nochmal Speichern und Schließen. Und jetzt lege ich die effektive Component an. Neu. Hier nenne ich auf einfach Witze. Jetzt im Code habe ich gern englische Ausdrücke. Ich nenne sie hier Jokes. Da kann ich noch Firma ausfüllen. Das habe ich alles schon mal vorgetippt. So, eine Webseite, das erscheint dann alles bei der Installation. Und noch eine Component Image. Demo. Und eine Short Description. So. Und jetzt, ich speichere das mal jetzt, damit ich auf den nächsten Tab gehen kann hier, weil ich muss jetzt noch die Admin View, die ich vorhin kreiert habe mit dem Feld, dazu linken. Create. Wähle sie hier aus. So, kann ich sagen, okay, Main Menu, das brauche ich eigentlich nicht. Ja, doch, Dashboard, List of all Records. Ich will im Dashboard einen neuen Record hinzufügen. Ich will die List of Records haben. Ich kann sagen, Metadata, Access mache ich, Export, Import. Ja,
Und was jetzt wichtig ist, ich muss noch sagen, okay, ich will auch eine Edit View automatisch kreieren, weil wir wollen auch im Front, wir wollen sowieso editieren und wir wollen auch im Frontend editieren. So, mache ich Speichern und Schließen. Und jetzt gehe ich auf den Compiler. Jetzt wähle ich mir hier meine Komponente aus, die Witze, mache Compile. Zack. Jetzt sehen wir, er hat kompiliert. Er hat also bereits 12.000 Zeilen Text generiert. Hätte mich sehr viel Arbeit gekostet. Und jetzt installiere ich die Komponente. So. Jetzt sehen wir bereits hier unsere neue Komponente. Ich drauf. Ich habe hier das Panel gekriegt. Ich kann die Witze auflisten, die ich schon drin habe. Sehr schön, ich habe noch keine drin, ist ja klar. Ich kann hier einen neuen Witz eingeben. Das machen wir jetzt mal. Und da mache ich wieder mal Copy-Paste. Da habe ich ja was vorbereitet. Einer meiner Lieblingswitze. So. Speichern und schließen. Das macht nichts, wenn ihr ihn noch nicht gelesen habt. Da gibt es schon noch Gelegenheit. Ihr seht, ich habe jetzt in einer knappen Viertelstunde schon mal eine Komponente gebaut, die ein komplettes Backend hat mit allen Optionen. Das heißt, ich kann auch hier das ganze Publishing festlegen, published, created, veröffentlicht und so weiter. Auch Permissions wären möglich, alles Mögliche. Gut, damit es besonders witzig ist, mache ich jetzt noch einen neuen. Ja, weiß auch nicht so. Okay. Auf der Frontpage hat sich natürlich noch, auf der Homepage hat sich noch gar nichts getan. Ist ja klar, wir haben bis jetzt nur am Backend gearbeitet. So. Jetzt kann ich vielleicht mal im Code schauen, was er da schon alles angestellt hat. Er hat also hier eine Komponente erstellt mit all diesen Einträgen hier unter Comjokes, so hieß er das auf Englisch, im Name im Code, Layouts, die ganzen Models. Ihr seht schon, ich setze ein bisschen voraus, dass man das Model View Controller Modell von Joomla ein bisschen kennt und auch mit PHP sich ein bisschen auskennt, weil das findet hier drin statt. Das hat er jetzt alles aber für uns automatisch generiert, ohne dass wir da groß, ich mache das vielleicht ein bisschen größer, dass wir da einen Finger gerührt haben. Jetzt wollen wir aber auch was im Frontend sehen. Ich gehe jetzt hier wieder auf unsere Komponente, also ich gehe direkt auf die Dynamic Gets, weil was ich jetzt erstellen muss, ist eine Beschreibung, wie die Daten abgeholt werden sollen aus der Tabelle. Also ich mache hier einen Dynamic Get, den nenne ich Witze wieder. Immer sehr witzig. Witze Mehrzahl, das gibt eine Get-List-Query. Das heißt, ich will die Witzliste, ich will die ganze Liste anzeigen. Pagination brauche ich nicht. Jetzt wähle ich mir hier als Backend-View den Table aus, den wir vorher im Admin-View generiert haben. Und wir sehen jetzt hier alle Felder in dieser Witze-Tabelle. Und wir sehen, das einzige Feld hier ist unser Witztext, das haben wir angelegt. Der Rest kommt von Joomla automatisch. Also da haben wir ja das Publish, Created by und so weiter. Was ich jetzt noch anlege hier, ist ein kleiner Tweak. Nämlich ich will nur die
Witze anzeigen, die auch published sind. Das heißt, ich muss hier einen Where-Key einfügen, eine Where-Abfrage. Mache ich A-Published equals 1. Das heißt, dieser Witz ist publiziert. So. Das wäre es für dieses Dynamic Get. Für die Liste, jetzt mache ich noch eins für den einzelnen Witz. Das ist dann vom Typ GetItem, weil ich will ja nur ein einzelnes Item. Main Source ist wieder die Backend View. Nehme hier wieder das Witze System Name. Hier sehe ich wieder die Felder von vorhin. Und den einzigen Tweak, den ich jetzt angeben muss, ist ein Filter, nämlich den Filter auf die ID. So, die ID, das gibt er mir vor, ich muss es aber tippen, equals a.id. So, speichern und schließen. Kontrolle, get item, get list query, jawohl, richtig. So, und mit den Dynamic Gets gehe ich jetzt in die Site Views. Site Views sind die Darstellungen in Frontend. Mache hier eine neue Site View und jetzt muss ich wieder zwei anlegen, nämlich eines für die Liste und eines für den einzelnen Witz. Mache zuerst die Liste. Naming Code mache ich jetzt hier Joke List. Ja, okay. Liste der Witze. Und jetzt kann man hier drüben den Dynamic Get auswählen. Und hier für die Snippets auch wieder unseren List Query. Und jetzt sieht man hier, er gibt mir jetzt hier schon einen gewissen Code vor, nämlich den Loop, den For Each Loop und die einzelnen Felder. Ich will jetzt nicht alle Felder, das heißt, ich kopiere mir jetzt nur den Loop eigentlich raus plus das Item, Witztext und das End. So. Was ich jetzt noch mache, ist, ich möchte noch ein bisschen gestalten. Ich hole mir hier ein Framework, ein CSS-Framework rein. Ich nehme jetzt hier einen einfachen, den UIKit, und kann hier direkt eine Liste wählen. Das ist die Vorlage für die Unordered List. Ich wähle hier den UL. Vorne und hinten und eigentlich ins Einzelne noch die Liste LI. So. Speichern. Also das war jetzt mal die List Query, also die Site View für die Liste. Mit der List Query, wo er uns die ganze Liste ausgibt. Jetzt mache ich noch die Site View für den einzelnen Witz. Also das in Klammern muss nicht unbedingt sein, der macht es einfach ein bisschen übersichtlicher. Naming Code mache ich jetzt nur Joke, ist ein einzelner Witz. Wähle hier drüben wieder das Main Get aus, das Get Item vom Witz. Damit ich hier unten die Snippets kriege, wähle ich hier auch das Get-Item aus, den Dynamic Get, und sehe jetzt hier, was ich alles anzeigen kann. Und das Einzige, was mich interessiert, ist der Witztext. Den mache ich hier rein. Brauche ich jetzt auch keine Media Libraries laden, weil ich mache hier nur ein H2. So. Speichern und schließen.
Okay. Und jetzt muss ich diese Front-Views, diese Side-Views, diese Front-End-Views in meine Komponente hineinlinken. Das mache ich hier. Hier mache ich den Link rein zu den Side-Views. Die Liste, dann mache ich ins Menü rein. Habt Metadata, ist die Default View, hat Access und macht auch Public Access. Plus den einzelnen Witz. Den brauche ich nicht ins Menü rein tun. Metadata kann ich machen. Default View ist es auch nicht. Add Access und Public Access. So. Speichern und schließen. So, und wie sehen wir zeitlich aus? Nicht schlecht. Jetzt kann ich das kompilieren und wieder installieren. Wobei, ich mache es jetzt ein bisschen anders. Wenn ich jetzt nämlich die Komponente deinstallieren würde, wären die ganzen Daten weg. Also es ist jetzt noch witzig, wenn ich hier die Daten behalten will, dann gehe ich auf den Admin View und kann hier unter MySQL kann ich mir beim Installieren die Daten aus einer bestehenden Tabelle holen. Allerdings muss die Tabelle existieren im Moment, wo man kompiliert, weil er holt sich die Daten da rein. Das heißt, man muss das jetzt einstellen, bevor man deinstalliert. Also ich kann jetzt hier eine Source holen. Das wäre unser Table, den wir vorhin angelegt, also wo wir schon öfters gearbeitet haben. Das ist die Joke-Witz hier. Hier sehen wir alle Felder. Ich lasse die jetzt alle drin. Das müsste man vielleicht optimieren, wenn man das System umzieht, dann kann es sein, dass gewisse IDs von System zu System nicht übereinstimmen, aber ich lasse das jetzt alles drin, speichern und schließen und jetzt werde ich kompilieren. So, das war's schon. Jetzt mache ich nicht einen Install, sondern ich mache jetzt einen Uninstall First. Das hat dann noch einen Grund, wieso ich das mache. Das erzähle ich dann noch. Also ich schmeiße jetzt die Witze mal raus. Deinstallieren. So. Jetzt hat er natürlich auch die Tables gelöscht. Das heißt, wir haben jetzt auch keine Daten mehr. Aber ich installiere jetzt wieder. Jetzt habe ich mir vorhin zum Glück den Link kopiert. Weil der ist jetzt da auf meiner Webseite. So, jetzt ist die Komponente wieder installiert und hoffentlich, wenn ich Glück habe, auch mit den Witzen, die ich schon erfasst habe. Hat geklappt. Und jetzt lege ich noch einen Menüpunkt an für unsere Witze-Komponente. Ist natürlich vom Typ Witze, wie Liste der Witze. Mache ich auch sofort Standardseite, dann wird das sofort angezeigt. Speichern und schließen. So, aktualisieren. Ah, jetzt hat er das nicht gefressen, aber hier sind unsere Witze. Müsste eigentlich die Homepage sein. Ja, ist es auch. So, also wir haben jetzt hier in, ja, noch nicht mal einer halben Stunde haben wir eine Komponente, die uns aus dem Backend eine Tabelle anzeigt, wo wir bearbeiten können. Also ich gehe jetzt hier mal rein. Die Komponente erfasse hier noch mal einen Witz, oder?
Da habe ich noch ein paar. Hier ist er. Ja, nun natürlich ist das ein bisschen unbefriedigend. Also ich kann hier nicht auf einen einzelnen Witz drauf. Ich habe keinen Link gesetzt. Aber ihr ahnt es schon, wo das passiert. Ich gehe wieder in die Sideview rein. Weil das ist ja das, was angezeigt wird. Jetzt habe ich hier schon was vorbereitet, damit ich mich nicht vertippe. Da habe ich auch noch einen Titel gesetzt. So, jetzt werde ich das noch schnell erläutern. Wir haben hier einfach noch einen Titel davor. Und hier wird jetzt der Link generiert mit einer Funktion aus dem Helper, den er automatisch generiert hat. Und hier benutzt er jetzt einen sogenannten Item-Slug. Der Slug, der wird auch im Loop generiert, der ist nicht hier oben drin, also das ist jetzt nicht die ID, sondern der wird aus dem ID und dem Alias zusammengestellt. Ich kann das vielleicht mal schnell zeigen, wenn ich das finde. Ich suche jetzt hier mal Items-Log. Es ist nicht im Backend, es ist im Frontend. Ja, hier ist es. Hier konstruiert er das Items-Log, entweder mit dem Alias und dem ID zusammen oder nur die ID. Also weil wir in der Tabelle keinen Alias angelegt haben, wird er jetzt nur den ID anzeigen. Aber dieses Items-Log wird eigentlich automatisch generiert, zusammen mit dem, also aus Kombination aus dem Alias und der ID, so dass wir das hier benutzen können. Diesen Code hier, das muss man einfach sich mit der Zeit merken, das ist zum einen Link generieren mit dem Item, mit der Items-Log oder mit der ID oder dem Alias. Das ist eigentlich das Ganze, was ich jetzt mache. Mache ich Speichern und Schließen. Jetzt muss ich wieder kompilieren. Und installieren. So. Aktualisieren. So, und jetzt sieht man hier, jetzt habe ich erstens da noch den Titel drin und jetzt habe ich einen Link. Und wir sehen da ganz unten links sehen wir die URL, die er generiert hat, das ist jetzt joke/1. Also weil es kein Alias gibt, haben wir nur die ID gekriegt. Gehe da drauf und da habe ich jetzt meinen einzelnen Witz im Frontend gekriegt. Den habe ich ja auch mit H2 angelegt. Okay, jetzt können wir das Ganze noch ein bisschen weiter treiben. Weil vielleicht wollen wir auch noch einen Edit-Button dazu haben. Ich gehe wieder, ihr ahnt es schon, in die Sideview rein. Weil ich will jetzt bei jedem auf der Liste noch einen Edit-Button haben. Den Edit-Button, den habe ich auch schon vorbereitet, werde ich noch mal schnell erklären dann. Hier. Das ist jetzt der Edit-Button. Ich mache hier einen Button, dann mache ich einen href mit einer Variable edit.
Und dann den Ampersand ID gleich. ID, die hole ich mir aus dem Item. Das ist dann nur noch die Button-Beschreibung. Jetzt werden die fragen, ja, woher kommt das Edit? Ja, genau. Ich speichere das mal. Das Edit holen wir jetzt wieder aus dem Code raus. Das suche ich mir wieder. Das können wir aus dem Backend nehmen. Edit. Hier wird dieser Link generiert. Ich könnte das auch manuell eintippen, aber das gibt er mir so schön vor. Das ist der gleiche Link, wie er ihn auch im Backend verwendet. Ich kopiere das. Dann gehe ich hier auf PHP und setze das im Custom View Script ein. Das wird ausgeführt, bevor der ganze View startet. Also ich hole mir da quasi, setze mir da die Edit-Variable vor. Speichern. Jetzt kontrolliere ich nochmal schnell in den Details, ob da alles stimmt. Edit habe ich hier. So, Button, okay, speichern und schließen. So, jetzt muss ich das wieder kompilieren. Und installieren. So, das ist die Liste mit unserem wunderbaren Edit-Button. Dann gehe ich da drauf. Klar, habe ich erwartet, weil wir sind ja nicht eingeloggt. Also eigentlich dürfen wir gar nicht bearbeiten. Ich mache jetzt schnell ein Login. Gehe nochmal auf die Witze. Gehe jetzt aufs Edit. Und jetzt bin ich im Bearbeitungsmodus und kann die wie im Backend bearbeiten. Ich mache nochmal einen neuen Witz rein. Das heißt, ich mache das Save as Copy und überschreibe den. Welchen habe ich noch nicht? Keine Ahnung. Das ist jetzt schon der vierte Witz. Okay. Dann sagt ihr natürlich, okay, es ist unschön, wenn der Edit-Button angezeigt wird, wenn wir nicht eingeloggt wird. Auch für das gibt es natürlich eine Lösung. Das kann ich wieder im Side-View lösen. Und hole mir da wieder aus dem Code. Das macht sich sowieso bezahlt, wenn man hin und wieder hier den Code anschaut und sich gewisse Code-Teile rausholt. Ich weiß jetzt, dass da dieser betreffende Code heißt dann This can do. Das ist nicht genau den ich wollte. Nein, es ist ungefähr das. Ich hole es hier. Hier gibt es auch in der Helper-Funktion gibt es eine Funktion Get Actions, wo man sich rausholen kann, was man was man darf und was nicht. Ich setze das hier wieder in den PHP-Code rein. Hier setze ich zwei Variablen, can do
und dann hole ich noch aus der Can-Do-Variable raus, ob er editieren darf. Speichern und schließen. Ah, jetzt habe ich vergessen, das if reinzusetzen. Das wäre nämlich noch hier drin, weil ich will ja den Button nur anzeigen, wenn man editieren darf. Das habe ich schon vorbereitet. Hier. Und das endif brauche ich noch. So. Einfach nur schließen. So, jetzt kommt noch der letzte Compile für heute. Dann bin ich durch. Hoffentlich. Und installieren. Gehe hier auf meine... Aha, ich habe noch einen Fehler gemacht. Natürlich, muss ja sein. Ja, hier fehlt was. Nochmals kompilieren. So, jetzt bin ich eingeloggt, darum sehe ich den Button. Ich logge jetzt mal aus und der Button ist weg. Sehr schön. Ja, das war's eigentlich von meiner Seite. Jetzt weiß ich nicht, gibt es Fragen, Anregungen? Hört ihr mich überhaupt? Ja, du bist gut zu hören und ich fand den Vortrag spannend, interessant. Da öffnen sich gleich Ideen, was man damit alles anstellen könnte, wenn man wollte. Ja, es war ein bisschen viel und ein bisschen schnell, aber wenn man es mal begriffen hat, dann sind da sehr viele Möglichkeiten offen. Genau, also ich konnte dir gut folgen. Ich habe auch mit meinen rudimentären PHP halbwegs verstanden, was da passiert. Ja, ich gebe frei in die Fragerunde. Doris ist hier. Wir hören dich nicht. So. Jetzt müsste das Mikrofon eingeschaltet. Genau. Erstmal herzlichen Dank, das war wieder sehr aufschlussreich und sehr viel. In der Ausführung, eine Frage, gibt es dafür eine Aufzeichnung, die man dann hinterher sich nochmal anschauen kann? Die Vorträge werden aufgezeichnet und sollten dann auf dem YouTube-Channel auch zum Nachschauen sein. Ja, auf jeden Fall. Stimmt, erst ab morgen, ne? Ich weiß nicht, wie lange das Videoteam braucht, um sie online zu stellen, aber ja, normalerweise sind sie relativ fix. Ich weiß nicht, wie schnell sie das schaffen. Das macht viel Arbeit, das ist mir klar. Ich warte dann auch gerne 2 Tage, weil ich werde, um das umzusetzen, das Ganze sowieso ein paar Wochen brauchen. Ja. Erstmal vielen Dank. Ne? Also ich habe auch eine gewisse Zeit gebraucht, bis ich viele Fehler auch am Anfang produziert. Das ist normal. Es kommt, also wenn du Videos schauen willst, auf der Webseite, vielleicht kann ich nochmal teilen. Moment, schnell. Hat sehr viele Videos vom Llewellyn. Das ist natürlich alles auf Englisch. Das ist schlecht. Ich komme da auch irgendwie durch. Er kommt aus Namibia. Ich schaffe das nicht mehr zum Teilen hier. Ja, okay. Aber die Webseite, die machen wir sicher im Link drin. Und er hat wirklich 20, 30 Videos drin, wo er alles Mögliche zeigt. Ich meine, das war jetzt ein Showcase auf die Schnelle. Wo man noch lange nicht alle Möglichkeiten sieht. Und gute Witze sind das gewesen. Ja, vielen Dank. Von mir. Ja, ich weiß, aber trotzdem sind sie unterhaltsam, sehr gut gewesen, gewählt. Also dann vielen Dank nochmal und vielen Dank. Bis bald. Ja, gibt es weitere Fragen oder wollt ihr mal applaudieren im Publikum hier?
Genau, ich sehe schon die ersten Klatschhände. So, kommt da noch jemand? Ja, wenn dem nicht so ist, wenn es keine Fragen mehr gibt, dann werden da Martin und ich jetzt wohl Platz tauschen. Und hier folgt dann um 17.15 Uhr mein Vortrag, wo ich ein bisschen zeige, wie man das Joomla-Backend vielleicht ein bisschen übersichtlicher machen kann für Kunden, die von der Vielzahl der Optionen sich ein bisschen überrumpelt fühlen. Sehr schön. Ja. Vielen Dank. Bis nachher. Bis später.